Ein V-Strom Werkstattvideo live mit Special Guest, der Gilbert. Und der Olli ist nicht Special Guest, der ist immer da, hoffentlich. Und halt ich. Und was haben wir gemacht? Wir haben eine V-Strom an den Haken gehangen. Und jetzt ist die Frage, was denkt ihr, was so ein Ding wiegt? Ich hatte ja meine da neulich am Haken und ich wollte genau wissen, was meine wiegt, und ich war ein bisschen desillusioniert, weil ich ja 234 Kilo gewogen habe. Und jetzt ist die Frage, was wiegt eine V-Strom jetzt in dem Aufriss? 253,75. Gilbert, mach mal die Zündung an, wir gucken mal, wie viel Sprit drin ist. Der Liter Sprit wiegt übrigens 0,7 Kilo. Okay? Wenn man jetzt also den Sprit noch mit reinrechnen will, oha, das tut mir leid, mein Freund. Die ist gerade ein Drittel voll. Aha. Das heißt also, wie viel haben wir drin? 20 Liter, gell? Ja. Da müssen noch mal 15 mal 0,7. Also wenigstens noch mal 0,7. Sagen wir mal die Hälfte, wenigstens noch mal 8 Kilo drauf. Okay? Mhm. Das macht also Kilo, ja, so 10 Kilo, ja. 263 Kilo. Und jetzt könnte jemand sagen, ja, warum ist denn das Ding so schwer? Gut, was haben wir gemacht? Wir haben einen Stutzbügel dran gebaut. Das sind ungefähr 5 Kilo für so einen Tankstutzbügel in der Größe. Ja. Wir haben den Motorschutz angebaut. Das sind ungefähr 3, 4 Kilo. Sagen wir mal 9. Ja. Was ist an Gewicht runtergegangen? De facto nichts. Wir haben Speichenräder gegen Speichenräder gewechselt. Diese Räder hier von uns haben 36 Speichen. Die originalen haben ja nur 32. Das sind halt auch nochmal ein paar Speichen mehr. Das wiegt ein bisschen mehr. Die Radnaben sind, obwohl das hier gefräste Radnaben sind, nicht unbedingt leichter, weil sie halt eine bestimmte Stabilität haben müssen. Und die original V-Strom-Radnaben sind ja so hohl gegossen. Da verlierst du auch kaum Gewicht. Ne? Kann man ja mal wiegen. Ja, wir könnten nochmal die Räder biegen. Kettenradträger ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Kettensatz haben wir ja gelassen. Gut, dann müssen wir noch zum Seriengewicht aufrechnen. Herr Gilbert hat noch zwei Kofferträger hinten dran. Das sind auch ungefähr nochmal 5 Kilo. Und die Gepäckbrücke kann man nochmal mit 3 Kilo reinrechnen. So vom Grundgewicht. Auf der anderen Seite haben wir am Lenker jetzt da die Bügelprotektoren dran und haben aber die schweren Lenkergewichte rausgenommen. Das sind auch nochmal 500 Gramm hin oder her. Also das ist schon, wie ihr seht, nicht so einfach, aus so einem Motorrad überhaupt Gewicht rauszunehmen. Meistens gibt mehr Zubehör noch mehr Gewicht. Noch ein paar Zusatzscheinwerferchen und noch so ein schlimmer Oberbügel, die ich nicht leiden kann, weil sie hier unter der Gabelbrücke eigentlich gar nicht genug Platz bieten und das Vorderrad dann anschlägt oder der Kohlflügel. Das gibt natürlich nochmal Gewicht mehr. Das darf man wirklich auch nicht unterschätzen. Und am Ende ist es einfach so, die großen Zweizylinder liegen alle um die 250 Kilo. So eine Ducati Desert X ist auch nur im ganz nackigen Zustand. Na, ihr könnt nochmal richtig nicken. Die ist auch nur im ganz nackigen Zustand richtig leicht. Okay? Sobald du da Stutzbügel dran baust, großen Motorschutz und so, ist es auch durch. Dann kommst du auch nicht mehr auf die 230 oder so, die sie da angegeben haben. Also Zubehör immer so in 5 Kilo Schritten, viermal Zubehör dran gebaut, ne? 5 Kilo hier, Kofferträger, 5 Kilo da, sind schon 10, Motorschutz 15, geht alles so relativ fix, nicht unterschätzen. Gut, jetzt lassen wir das Motorrad wieder von der Leine, den Gilbert nach Hause, okay? Und wehe, du fährst Probe bei diesem Kackwetter. Bei Schneefahren ist verboten, nicht wegen dem Schnee und auch nicht wegen den Reifen, sondern wegen dem darin enthaltenen Salz. Also eine Möglichkeit gibt es, das Motorrad einladen, nach Nordnorwegen fahren, die salzen ja nicht, okay? Und dann losballern, dann bist du korrosionsfrei unterwegs. In diesem Sinne, wir grüßen alle glücklichen Norweger, bis dahin, ciao, ciao.